Einmal gerade. Was war die größte Herausforderung bei dem Film? Die technische Herausforderung von den Fußballspielen fürs Finale in Wembley. Das war die technisch größte Herausforderung. Sonst war alles ein einigermaßen normaler Dreh, aber da bin ich fast gescheitert. Danke. Sie am Rosenmontag hier. Ja, Rosenmontag mit Rosenmüller ist quasi ein Kala, aber ist trotzdem der richtige Tag. Ich habe mich gefreut, dass heute die Premiere ist. Mir macht es relativ wenig aus, am Rosenmontag nicht auf irgendeinen Ball mich zu drehen. Deswegen habe ich die Gelegenheit gern wahrgenommen, zu sagen, ich gehe ins Kino. Sie sind ein echter Fußballfan? Definitiv. Russ und ich haben ja gleiches Schicksal. Wir haben beide sehr lange, eher noch besser als ich, aber auch nicht sonderlich erfolgreich Fußball gespielt. Und deswegen ist man ja nun auch bei so einem Film sehr gespannt, wie er das gemacht hat. Ich habe Rosenmüller-Filme immer geliebt, aber das ist jetzt eine ganz andere Art von Film. Und ich freue mich sehr. Ich habe viel mit ihm geredet während dem Drehen und auch jetzt danach. Und er ist, glaube ich, zu Recht sehr nervös, weil es einfach ganz ein anderes Projekt für ihn ist. Ich bin aber sicher, dass er das grandios gemacht hat. Ja. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. David, wie war das denn für dich als eigentlich Nicht-Fußballer, diese Rolle zu spielen? Na, ich habe in meiner Jugend habe ich schon ein bisschen Fußball gespielt. Ich habe, glaube ich, so von 5 bis 13, 14 Jahre habe ich Fußball gespielt. Im Tor stand ich noch nie. Ich habe immer im Mittelfeld gespielt und musste dann aber das Torwart sein, musste ich mir alles antrainieren mit dem Torwarttrainer, was aber auch total viel Spaß gemacht hat dann. Also wir haben dann immer so Tage gehabt, wo ich einfach nur im Kasten stehen konnte und das waren immer total angenehme Drehtage für mich. Das hört sich gut an. Was war denn so die größte Herausforderung? Gab es eine? Die größte Herausforderung waren eigentlich so diese verschiedenen Jobs, die ich bei diesem Film hatte. Also auf der einen Seite handelt diese Geschichte ja natürlich auch sehr viel um Versöhnung, um persönliche Schuld auch. Und auf der anderen Seite dann dieses Torwart darstellen sozusagen. Und das miteinander zu vereinen war dann die größte Herausforderung. Ja, also mein Mann hat auch mitgewirkt bei der Szenen und bla bla bla, hat also sich da einige Dinge schon in der Rohfassung anschauen dürfen und so weiter. Ich finde es schade für Herrn Trautmann, dass er es nicht miterleben durfte. Ne? Ja, ist ja vor 6 Jahren leider verstorben. Aber er wusste, dass es einen Film geben wird oder dass der zumindest in Planung ist. So lange war der schon im Plan? Sie haben schon ein bisschen den Film auch begleiten dürfen, schon im Schnitt, im Vorschnitt. Ich habe die Rohfassung gesehen, ja, und fand ihn da schon richtig gut. Aber da waren noch Szenen, die dann nachbearbeitet wurden. Also das Publikum in den Stadien, alles, was man so in der Nachbearbeitung macht, noch nicht da. Und er ist jetzt noch 3 Klassen besser, als er damals schon war. Und wenn er damals nicht gut gewesen wäre, hätte ich mich nicht damit weiter beschäftigt. Wurden Sie um Rat gefragt? Nein, ich kann Filmemachern nur am Rande Ratschläge geben. Kannten Sie dann den Herrn Trautmann noch? Nein, aber ich kannte ihn als Figur, aber ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt. Aber ich habe immer, wenn ich in Manchester war, immer wieder und immer nur Gutes über ihn gehört. Es war irre, wie präsent der Mann dort war und wie er jetzt immer noch ist. Schön, und das als Deutscher? Als Kriegsgefangener, als jemand, der als Krieger kam, als gefangen genommen wurde, der dann dasselbe hinter sich gelassen hat und dann ein ganzes Land so für sich gewonnen hat. Große Lebensleistung. Ja, großartig.